Hallihallo, ihr Lieben, hier ist euer alter Mann. Es ist heute immer noch Samstag, der 18. April 2020 und es geht immer noch um meine geplante virtuelle Schnitzeljagd. Und jetzt sag ich euch, ich hoffe mit verständlichen Worten, warum ich diese aus ganz banalen und ebenso wichtigen Gründen nicht in einem sozialen Netzwerk abhandle, sondern einzig in Google und zwar mit dem von mir gewünschten neuen frischen Konto, was ihr hoffentlich in der Zwischenzeit jetzt schon angelegt habt. Eine Schnitzeljagd beinhaltet mit Masse das Lösen von Rätseln. Wenn ich eine Schnitzeljagd mit Fragen anlege, egal ob in Facebook oder im gelben Laden, über einen Ticker oder einen Chronikeintrag, über eine Gruppe oder sonst was, die Antworten sind immer öffentlich zu sehen. Das heißt, derjenige, der als erster die richtige Antwort gibt, ist für alle andere Game Over. Das Spiel ist uninteressant. Man braucht sich keine Gedanken mehr zu machen, weil irgendeiner hat die Lösung schon gefunden. Und ist das interessant? Fragezeichen. Was ich euch mit meiner Schnitzeljagd biete, ist erstens mal Schutz vor anderen bösen Menschen durch eine kaum zu identifizierbare E-Mail-Adresse. Darüber hinaus liefere ich euch noch ein Logo für die Teilnahme an dieser Schnitzeljagd, sodass ihr nicht mal euer eigenes Profilbild verwenden müsst, sondern das Logo der Schnitzeljagd nehmen könnt. Das ist euch überlassen, aber es dient zu eurem Schutz. So, und jetzt kommen wir zu den Antwortmöglichkeiten, wenn ihr das von mir gewünschte Google-Konto angelegt habt. Erstens mal könnt ihr mir die Antworten für die Rätsel, das werden manchmal bis zu 3 sein. Und wie dieses Ding abläuft, sage ich euch auch noch dann, wenn es soweit ist, wenn ich auch ein paar Teilnehmer habe, außer meine handelsüblichen Freunde, die immer alles mitmachen. Ich rede jetzt von anderen Menschen als meine engsten Freunde. Die sind alle dabei. Die haben sich auch alle gemeldet. Die haben auch nicht irgendwo was abgeklickt, sondern die haben mir geschrieben, Werner, tolle Sache, ich bin dabei. So wie sich das gehört. Das ist der kleine feine Unterschied. Ihr habt die Möglichkeit, einmal mir über die Mailadresse eure, ihr könnt euch natürlich auch in Teams zusammenschließen, das ist euch überlassen. Vielleicht könnt ihr eure beste Freundin oder euren besten Freund oder Kumpels oder wie dafür begeistern, dran teilzunehmen. Ihr könnt euch in Teams zusammenschließen. Dann gebt ihr mir eine Teamantwort, aber die kommt per Mail an meine Schnitzeljagd-Mail-Adresse und ich kann das auswerten. Ich werde aber niemandem die Lösung weitergeben, weil ich sehe das als eine Schnitzeljagd, so wie sie draußen im realen Leben auch stattfinden würde. So, jetzt kommt Möglichkeit 2. Wenn ihr dieses von mir gewünschte Google-Konto angelegt habt, dann seid ihr automatisch auch verbunden mit YouTube. Dann geht ihr auf meinen YouTube-Kanal. Das ist ganz einfach. Ihr könnt YouTube über die Suchmaschine aufrufen oder über euer Google-Konto. Wie, das erkläre ich euch auch noch. Dann gibt ihr in der ihr geht von Google zu YouTube. In YouTube gibt es auch wieder ein Suchfenster. In dem Suchfenster gebt ihr ein Werner Heuss. Spätestens nach 5, 6, 7 Buchstaben seid ihr da. Dann zeigt ihr euch das schon an. Da klickt ihr drauf. Und dann seid ihr automatisch auf meinem YouTube-Kanal. Und da steht Abonnieren. Und in dem Moment, wo ihr den abonniert habt, bekommt ihr per Mail eine Nachricht, dass ich ein Video hochgeladen habe und somit brauchen wir keine sozialen Netzwerke oder sonst irgendwas, sondern wir bewegen uns nur in Herrn, Frau Google.
und können in Ruhe dort unsere Schnitzeljagd abhalten. Und jetzt kommt der Sahnebonbon obendrauf. Jedes dieser Videos kann man erstens mal liken mit Daumen hoch oder Daumen runter. Und als zweites kann man als angemeldeter Kontoinhaber eine Nachricht, einen Kommentar hinterlassen. Und die Kommentarfunktion auf diesen Schnitzeljagd-Videos ist so gesteuert, dass die Kommentare nur für mich lesbar sind und für niemanden anderen. Ich habe mir überlegt, dass ich eventuell nach 36 oder 48 Stunden, das müssen wir vielleicht nochmal durchkauen, weil nicht jeder ist ständig in sozialen Netzwerken unterwegs. Manche nur einmal kurz am Tag oder alle paar Tage einmal und so weiter. Ich möchte euch so weit wie möglich entgegenkommen, aber dazu müsstet ihr vielleicht mal die Grundvoraussetzungen schaffen, die da heißen, eigener Google-Account, brandneu und zwar mit einer Momo, beginnenden E-Mail-Adresse. So, dann habt ihr also zwei Antwortmöglichkeiten. Einmal könnt ihr mir über das Google-Mail-Konto, über die Mail, die Antwort zukommen lassen, die dann niemand anders sehen kann, nur ich als, ich sag mal in Anführungszeichen, Spielveranstalter. Oder aber als Kommentar unter dem Video, und das kann auch niemand sehen, und ich schalte die Antworten nach 36 oder 48 Stunden überhaupt erst frei und auch nur dann, wenn ihr mir die Genehmigung dafür. Da müsstet ihr, das versuche ich euch alles noch zu erklären. Okay, das ist der Hintergrund. Ihr seht also, riesengroßer Unterschied. Jedes soziale Netzwerk, jede Community, überall, sofort ist eure Antwort sichtbar und damit ist das Ding tot. Anders in Google, ihr schickt mir eine Mail, die kann nur ich sehen. Oder ihr gebt mir einen Kommentar auf das Video, das kann auch nur ich sehen. Und dann bleibt auch der Spannungsspiegel oben. Der alte Mann macht nichts umsonst. Es ist alles gut durchdacht, da könnt ihr mir glauben. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt Witterung aufgenommen. Wir wollen ja das Schnitzel suchen, auch wenn es wahrscheinlich gar keins gibt. Das ist wieder die Kehrseite der Medaille. Meine Daumen sind für euch gedrückt, dass es euch gelingt, schnell so ein Konto einzurichten. Das ist wirklich ein Kinderspiel. Ich drücke euch die Daumen wie verrückt. Bleibt gesund und bleibt gesund. Ich wünsche euch ein sonniges, schönes Wochenende. Haltet den Kopf oben und bleibt gesund. Ich sage bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao.